In Frankfurt bittet die ganze Welt zu Tisch. Die heimische Küche kommt dennoch nicht zu kurz. Zum Beispiel ganz traditionell im Apfelweinlokal zur schönen Müllerin. Und auf Sternenniveau in der eleganten Villa Merton. Ohne die grüne Soße geht auch hier nichts. Sie kommt immer wieder anders auf den Teller. In Bornheim zwischen Bergerstraße und Sandweg liegt die schöne Müllerin. Bei gutem Wetter platzt der Hof aus allen Nähten, aber heute kuscheln sich alle lieber in der gemütlichen Wirtschaft zusammen. Wirt Thorsten Dornberger sorgt dafür, dass sich alle wohlfühlen. Das Loblied stammt von einer Band, die hier zu Gast war. Gab es die schöne Müllerin wirklich? Die schöne Müllerin gab es wirklich. Die hieß Müller und sie hat dann geheiratet als Böttcher. Und schöne Müllerin, fragen Sie mich nicht, also es ist natürlich alles Geschmackssache, aber hier, ich habe noch jemanden gesprochen, der sie auch kannte. Aha. Das war also eine schöne, stabile, richtige, schöne, in Anführungsstriche, Frau gewesen. Also so eine richtige Wirtin. Ja, so eine richtige Wirtin und so hat es halt auch, ist der Name dann immer wieder übergeben worden. Und wie lange sind Sie jetzt schon hier? Ich bin jetzt so knappe 31 Jahre hier. Das habe ich nie gedacht, dass das so lange wird, aber inzwischen ist das mein Leben geworden und mein zweites Wohnzimmer. Das gilt auch für die zahlreichen Stammgäste. Viele kennen sich schon lange. Auch das internationale Service- und Küchenteam gehört zur Familie, wie Thorsten Dornberger das ausdrückt. Das Lokal ist Mitglied in der Kooperation Hessen à la Carte. Und was bedeutet jetzt für Sie Hessen à la Carte Restaurant? Hessen à la Carte ist für mich das, um wirklich die Tradition weiterzugeben mit den ganzen Gerichten, die ganzen alten Rezepte. Ich komme gebürtig aus Fulda, und also aus Oberhessen mehr. Und da hat man schon noch so die Oma hinterm Herd und die hat ihr eigenes Rezeptchen gehabt und sowas. Und wir haben hier so ein-, zweimal im Jahr haben wir so Hessen à la Carte Wochen, wo wir wirklich noch, nenne das dann so, was die Großmutter so kochte. Und dann machen wir wirklich so alle so Lumpe mit Flö und so Geschichten. Aha. Alles, was auch in diesen hessischen Kochbüchern beschrieben ist teilweise auch. Aha. Und das koche ich dann nach. Thorsten Dornberger ist gelernter Koch und kreiert auch neue Gerichte mit traditionellen Zutaten, wie den Himmel- und Erdekuchen mit Kartoffeln, Blutwurst, Äpfeln und vielem mehr. So, Angelika, würde ich sagen, du machst mal jetzt erst den Teig. Es ist kein normaler Mürbeteig oder sowas, es ist ein reiner Kartoffelteig. Wenn Sie zum Beispiel Kroketten frisch selber zu Hause machen, ist das so, es werden die Kartoffeln durchgedrückt, es kommen Eigelb rein und wird mit Salz, Pfeffer und Muskat ein bisschen abgewürzt. Und mit Kartoffelstärke wird dann die Feuchtigkeit ein bisschen rausgeholt, mhm, so wie normale Kroketten. Und das dient uns als Grundlage für den Boden. Fürs schwere Durchdrücken der Kartoffeln ist der Chef zuständig. Beiköchin Angelika Will ist clever. So, ich glaube, ist okay, gell? Da machen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer hinzu. Dann haben wir hier 4 Eigelb ungefähr für die Masse. Machen wir richtig zu einem Teig. Und ich tue nebenbei noch den Speck anbraten. Und das machen wir mit ein bisschen Kartoffelmehl stäuben. Zwischendurch den Speck schwenken und dann kommt die Riesenblutwurst ins Spiel. Extra für ihn gemacht von seinem Metzger und gebraten, sehr beliebt bei den Gästen. Da kommt es auch nicht so darauf an, ob das jetzt alles ganz akkurat geschnitten ist. Mhm. Ich bringe vor ein bisschen Butter einleiten und tue ich dann ein bisschen Weizenmehl rein statt Wegmehl. Mhm. Ich finde, Wegmehl, der brennt zu schnell an und dann wird es zu hart. Dann kannst du schon mal den Teig reinmachen. Das muss ein bisschen dickeren Boden sein. Und wir ziehen dann den Rand ein bisschen hoch. So. Der Himmel- und Erdekuchen steht nicht auf der Tageskarte. Es gibt ihn zu besonderen Gelegenheiten oder auf Vorbestellung.
So, inzwischen haben wir uns Äpfel ausgestochen und vorbereitet. Mhm. Also ich persönlich lasse die Schalen ganz gern dran, weil da ja nun auch mal die Vitamine richtig drin sind. Ich habe da so meinen Spezialhobel hier. Da kommt das wunderbar schön raus. Ja, das reicht schon. So, einmal die gewürfelte Knoblauch raus und drauf. Wenn du inzwischen den Speck verteilst, dann kann ich schon mal die Schlotten schneiden. Man kann auch, wenn es keine Zwiebelschlotten gibt, auch den geschnittenen Lauch nehmen. Ist auch geht. Auf jeden Fall das Grüne. Auf alle Fälle das Grüne. So, haben wir das schon. Und dann nehmen wir Apfelmus, auch wenn es geht, ein bisschen stückig. Aha. Oben auf. Und ganz zum Schluss Paniermehl. Am besten ist natürlich, wie ich sie habe, reines, schönes, frisches Semmelbrösel. Und da kommen jetzt noch ein paar Butterflöckchen drauf. Wie bei Mutter und der Ham heißt es hier. Das schreibe ich ja manchmal auf meine Speisekarte. In den vorgeheizten Backofen. Circa 45 Minuten bei 180 Grad. Jetzt, oh la la, mal gucken, wie es drin aussieht. Ich schneide jetzt mal ganz grob. So sieht das aus. Auch, wie gesagt, mit ein bisschen Schmand. Und hier ist unser Himmel- und Erdkuchen. Guten Appetit. Schmeckt total gut, saftig und würzig und macht satt. Wie alles, was es hier gibt. Das schätzen auch viele Führer. Den roten Michelin-Stern findet man woanders, wie im Diplomatenviertel hinter dem Palmengarten. Dass sich hier zwischen Botschaften und Konsulaten ein Restaurant befindet, zeigt erstmal nur der Stern. Die Villa Merton wurde vor 90 Jahren als Privatvilla erbaut von dem jüdischen Politiker und Industriellen Richard Merton. Die Nationalsozialisten haben sie 1938 konfisziert und nach dem Krieg diente das Anwesen als Offiziersheim für die Amerikaner. Als Richard Merton die Villa dann zurückbekam, verkaufte er sie an die Stadt mit der Maßgabe, sie zu einem Ort der Völkerverständigung zu machen. Heute residiert hier der Union International Club, der ganz in diesem Sinne wirkt. Der Club ist exklusiv. Das Restaurant und Bistro allerdings können alle besuchen, die gerne gut speisen. Der Maître ist Sternekoch André Großfeld, der von Friedberg-Dorheim, quasi vom Land, hierher in die eindrucksvolle Villa kam. Sein Küchenstil ist deutsch-französisch-hessisch. Er ist ein erfahrener HR-Fernsehkoch und zeigt ein fantastisches Dessert. Also als erstes machen wir jetzt ein Eis von der grünen Soße und damit fangen wir jetzt an. Und danach machen wir noch ein weißes Schokomousse und ich verbinde das Ganze mit weißem Trüffel, also weißer Trüffelbutter, und dann geben wir noch ein bisschen schwarzen Trüffel dazu. Und es ist halt nachher total lecker, dieses Erdige. Und wir lassen auch tatsächlich den Schnittlauch in der grünen Soße drin, was ja eigentlich zum Dessert gar nicht passt. Aber durch Zucker und Ei und mit dem Trüffel und der weißen Schokolade ist es nachher richtig lecker und vor allen Dingen auch optisch eine Granate. Ja. Oh. Und dafür machen wir jetzt das Eis. Ich mache es erstmal so, dass ich ein bisschen Sahne und Milch erhitze. Ist das so ein bisschen wie Vanilleeis? Ja, ist genau. Jetzt haben wir eine Eisgrundmasse, wo wir uns das Eigelb mit dem Zucker quasi ein bisschen aufschlagen. Noch etwas Zitronenschale und los geht's. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu kreieren? Ja, ich finde halt, die grüne Soße ist ja immer ein Bestandteil meines Menüs. Also wenn es es halt gibt, natürlich zu der Jahreszeit. Und jetzt sind wir ja gerade in der Spargelzeit und da habe ich natürlich den riesen Vorteil, dass ich in der Vorspeise jetzt keine grüne Soße brauche, weil wir den Spargel und dann kann man die grüne Soße im Dessert einbauen. Und es ist halt total lecker dann mit der weißen Schokolade. Man braucht halt viel Fett. Wir haben da auch lange rumexperimentiert, bis es dann perfekt war. Und ja, bei uns im Gourmet-Restaurant haben wir es jetzt so ausgefeilt, dass es halt wirklich zu 100% harmonisch ist. So, das reicht eigentlich schon. Wir brauchen das jetzt nicht wie die Sabayone aufschlagen, sondern einfach, das zieht jetzt an. Es wird jetzt schön dick. Und da kommt jetzt unsere Sahne Milch dazu. Die moderne Hausfrau macht das natürlich einfach alles im Thermomix.
die Unmoderne und der Koch nicht, oder wie? Doch, ich mache es auch gerne im Thermomix, aber für den Ton, also ich mache mal was von Hand. Wir haben eigentlich nur Wasserdampf, mit dem wir das jetzt zur Rose abziehen. Wenn das Ding im Wasser schwimmt, bringt uns das nicht wirklich was. Deswegen machen wir das immer so. So, und jetzt geht man eigentlich nur mit der Gummilutsche her und schiebt es hin und her, sodass man auch keine Luftblasen mehr drauf hat. Und das sieht man schon, es wird schon richtig schön dick. Ja. Und so eine grüne Soße gehört immer irgendwie ein bisschen dazu hier. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben immer grüne Soße da. Wir brauchen sie ja einmal fürs Bistro brauchen wir sie so immer. Ja? Auch wenn wir grüne Soße nicht auf der Karte stehen haben zur Spargelzeit. Jeder zweite möchte Spargel mit grüne Soße haben. Also haben wir immer grüne Soße da. Die internationalen Gäste stehen da total drauf. Ja? Die finden es halt, die wollen es halt, klar, weil sie halt heimische Küche eigentlich essen wollen. Und aber auch die Frankfurter Gäste, die wollen halt schon auch mal eine grüne Soße halt anders haben. Ne? Mhm. So, jetzt stellen wir es einfach nur auf Eis, damit es nicht kein Rührei wird. Mhm. Das ist jetzt quasi zur Rose abgezogen. Das machen wir einfach aus zwei Gründen. A, um natürlich Salmonellen abzutöten. Das hat jetzt über 70 Grad gehabt, das Ei. Mhm. Und aber auch vor allen Dingen für die Cremigkeit. Ja? Wenn ich jetzt nur Sahne und Eigelb zusammenmische und das vorher nicht zur Rose abziehe, dann kriege ich keine Cremigkeit rein. Ja? Und das ist halt das, was die Industrie natürlich durch irgendwelche Zusatzstoffe natürlich auch hinkriegt. So, jetzt kommen die guten. Schauen wir mal, wo alles drin ist. Ja, auf den ersten Blick ist alles da. Sieht doch gut aus. Schön frisch. Genau, schön frisch. Kresse. Kresse brauchen wir auch gar nicht schneiden. Die machen wir so rein. Die machen wir so jetzt rein da. So, Sauerampfer. So, Petersilie zupfen wir ab. So kommen alle sieben Kräuter nach und nach hinein, etwa das halbe Paket. Dann wird gemixt mit Mixer, Pürierstab oder Thermomix. Das geht mehr oder weniger schnell. So, es ist schön gemixt. So, das ist jetzt meine Eismasse, die ist jetzt fertig, die kommt jetzt in die Eismaschine rein. Mhm. Also wer zu Hause natürlich eine Eismaschine hat, einfach in die Eismaschine, deswegen wichtig vorher runterkühlen, einfach in die Eismaschine reingeben und dann rühren. Es gibt ja Haushaltsmaschinen, da kühlt man den Akku vorher ein. Ich tue es jetzt einfach in meinen Becher rein. So, und das kann man jetzt zu Hause natürlich auch machen und dann einfach immer mal wieder umrühren im Becher drin. Ja. Und das braucht jetzt so eine Dreiviertelstunde, dann ist es durchgefroren im Froster. Wir haben halt noch eine Küchenmaschine, ein Paco-Jet, da kannst du es im gefrorenen Zustand nachher mixen. Dann wird es noch ein bisschen feiner und ein bisschen cremiger. Aber so ist es jetzt eigentlich fertig und stellen wir kalt und jetzt machen wir uns dann die Mousse. Dazu braucht er außer diesen Zutaten noch Sherry, Schlagsahne und den schwarzen Trüffel. So, Teil 2, die Mousse mit Trüffel. Nehmen wir als erstes Eier. Ich nehme zwei ganze Eier, ein Eigelb. Ja. Ist ähnlich wie beim Eis. Erstmal Ei und Zucker. Wird jetzt richtig schön aufgeschlagen zu einer Sabayone. Mhm. Nicht wie beim Eis rühren, sondern richtig aufschlagen, dass es richtig schön schaumig wird. Parallel kann man schon die weiße Schokolade schmelzen. Das kann man sozusagen als Koch. Genau, da ist jetzt der Herd auf kleinster Stufe. Bei der weißen Schokolade muss man aufpassen. Die hat einen sehr hohen Fettanteil. Ja? Das ist die ungesündeste Schokolade. Aber auch eine der leckersten, finde ich. Ja. Wirklich langsam schmelzen, auch nicht zu viel rumrühren, weil sonst gerinnt die auch oft sehr schnell. Ja. Das ist jetzt schon gut so. Genau, das reicht jetzt erstmal vom Aufschlagen her. Wir machen es jetzt auch noch nicht kalt, weil da kommt jetzt noch die Gelatine rein. Das ist ganz normale Blattgelatine. Die weichen wir jetzt einfach nur ein bisschen kaltem Wasser auf. Die schmilzt wunderbar. Ja. So, jetzt ist unsere Gelatine ist hier schön weich, wie man sieht. Die drücken wir jetzt schön aus, weil das Wasser wollen wir natürlich nicht haben. Dann geben wir das hier in unseren Sherry rein. Der ist jetzt einfach auch nur schön temperiert. So, und jetzt können wir die aber hier ohne Probleme auf einmal reinschütten. Ja. Schokolade geben wir auch einfach dazu. Ja. Rühren wir schön ein. Wird jetzt ein bisschen zäh am Anfang. Das ist schon fast perfekt. Und dann ist das Entscheidende, wie schlage ich meine Sahne. Ja? Eine Sahne muss so geschlagen sein, wie für einen Irish Kaffee. Ja? Einfach nur drei Viertel. Ja? Die hat noch einen schönen Glanz, die Sahne. Und hier gehen wir jetzt wirklich her, tun jetzt ein Drittel der Sahne schnell einrühren, damit die zwei Temperaturen aufeinander kommen. Ist auch kein Hexenwerk, eine Mousse.
muss da wirklich nur sich an die Rezeptur halten von den Angaben, von der Gelatine her. Und dann einfach nur schauen, dass es nicht zu heiß ist, wenn man die Sahne unterhebt. Die ist schön. Und jetzt machen wir hier eben unseren Trüffel rein. Wer jetzt keinen frischen Trüffel hat, der kann da auch gerne ein bisschen Trüffelbutter reinmachen, ja. Oder ein bisschen Trüffelöl von mir aus, ja. Schaut da, dass es nicht ganz so... Oh, so viel! Das ist ja... Ah ja, gut, das ist ja hier, ne? Ja, sieht jetzt ein bisschen aus wie Stracciatella. Ja. So, ich gebe das mal ganz gerne auf dem Blech drauf. Und dann kann man nämlich das nachher wunderbar ausstechen, ja. Bis er das Dessert mit dem grünen Soße-Eis anrichten kann, dauert es noch eine Weile. Zeit, um wieder in der schönen Müllerin vorbeizuschauen. Dort geht es auch um grüne Soße, zunächst im Gedicht. Die Mischung ist der erste Clou. Es gehört noch mehr dazu. Das Gelb von hartgekochte Eier streicht man durch Sieb, nicht durch das Seier. Verrührt's mit Essig, Öl und Salz, ein bisschen Zucker ebenfalls. Das Eiweiß hackt man auch sehr fein und gibt es in die Schlüsseln ein. Jetzt Kräutersoße, gehacktes Ei, verrührt man zu einem dünnen Brei. Ganz Frankfurt ist darauf verrückt. Wer einmal hier grün so tut esse, wird unser Frankfurt nicht vergessen. Die grüne Soße gibt's bei Thorsten Dornberger auch am Stück. Eine Kreation vom Koch und seinem Metzger. Jetzt wollen wir das mal probieren. Schneiden wir das mal auf. Selbst die Kartoffeln und Ei und die Kräuter der grünen Soße ist jetzt alles da drin. Es handelt sich um eine Art Fleischkäse mit den Elementen der grünen Soße. Die gibt's natürlich auch als echte Soße dazu. Und ist mal was anderes. Sie mundet den Gästen vorzüglich. Der Metzger ist heute auch da, Günther Kaiser aus Kalbach. Ich war mal lange Zeit Vorsitzender der Apfelweinwirte hier in Frankfurt und wir haben hier das Stöpschefest am Römer organisiert. Da musste jedes Jahr was Neues her und dann kamen wir so die... Der Saumagen aus der Pfalz im Kopf, da gesagt, wenn es da geht, so, da ging das auch mit unserer grünen Soße. Wir haben dann die grüne Soße mit reingemacht in das Bratwurstbrät, haben dann die Kartoffeln mit durchgedrückt und alles. Eier, alles, was da reingehört. Dann haben Sie das sozusagen zusammen erfunden. Ja. Ja. Aber ist gut eingeschlagen, deswegen. Ja, muss schon sagen. Auch die beliebten Schnitzel stammen von dem bekannten Metzger Kaiser. Wie das panierte Schnitzel mit Kochkäse und Bratkartoffeln und das Hessenschnitzel. Das ist mit Sauerkraut. Sehr große Portionen und sehr üppig. Es bleibt dennoch nichts auf dem Teller zurück. Aber Thorsten Dornberger hat auch etwas Leichteres auf der Karte. Den hessischen Brotsalat mit einer nicht ganz so hessischen Vinaigrette. Was ist denn das Hessische dran? Der Handkäse, die Bohnen und vor allen Dingen der Schmand. Aha. Hessische Küche ohne Schmand und saure Sahne geht schon mal gar nicht. Für das Dressing nimmt er Olivenöl, das hat mehr Geschmack, wie er sagt. Apfelessig und ein paar Chiliflocken. Natürlich Salz und Pfeffer. Er nimmt Romanersalat. Und dreierlei Paprika. Dann haben wir Bohnen. Man könnte auch Prinzessbohnen zunehmen, aber ich nehme gerne diese breiten Saubohnen. Wir haben wiederum Speckwürfel. Wir haben ein bisschen Speck zum Garnieren. Was ganz wichtig ist, einen schönen Bauernhandkäse. Schön reif. Das muss sein. Ja. Und dann, wie es der Name schon sagt, Brot. Und dann nehmen wir Weißbrot, Croutons, das heißt, wir schneiden Würfel, schwitzen die kurz in der Pfanne an mit etwas Olivenöl. Und man kann das portionsweise machen, auf kleinere Teller. Oder macht es so mitten auf dem Tisch für die Familie. Kann sich jeder was nehmen, wie er das will. Nehmen etwas auch von diesem Feldsalat. Paprikastreifen. Und von diesen Bohnen ein bisschen was. Wir nehmen dann das Dressing. Machen das drüber. Würzen vielleicht nochmal mit einer Idee Pfeffer nach. Dann nehmen wir Apfelspalten. Setzen die ganz nach Wohlwollen ein bisschen an. Wir nehmen unseren guten Bauernhandkäse.
setzen Sie ihn oben auf. Angebratenen Speck. Diese Weißbrot-Croutons. Nehmen dann einen richtig dicken, fetten Löffel Schmand. Ofenfrisches Bauernbrot. Das ist aber noch nicht alles. Ein paar Speckscheiben. Schön dekorativ. Der Salat hätte der schönen Müllerin sicher auch geschmeckt. Thorsten Dornberger ist aber nicht nur Wirt und Koch. Die Wand erzählt noch mehr. Er liebt auch die Bühne, Fernsehen, Theater und die Fasnacht. Er war sogar mal Prinz, ein Traum, der sich erfüllt hat. Viele Promis haben hier schon ihren Schoppen getrunken. Einer davon ist Thomas Beppler-Wolf, alias Beppi Labelle, Frankfurts Travestie-Ikone. Er ist Stammgast, sein Theater ist ganz in der Nähe. Jede Woche ist er mit Freunden hier. Also, das ist der Stammtisch, der runde Tisch, ne? Da sitzen dann immer so illustre Herrschaften. Ja, illustre Herrschaften. Deswegen freue ich mich gerade, dass es heute geklappt hat, weil so Beppi da ist. Die Beppi hat das Theatralala, wie sie ja bestimmt wisst. Und jetzt muss ich mal ganz persönlich von mir aus was sagen. Er macht so ein bisschen Werbung für mich in seinem neuen Theaterstück, die Fledermaus. Da kriegt er am Anfang immer eine wollende Fleischwurst, die er dann vom Dornbayer holt. Ich habe mir mit meinem Metzger mal ausgedacht, hier mal eine Arschdende. Nicht nur wegen solcher Überraschungen lieben die Stammgäste das Lokal. Eben das bodenständige Essen, die gut bürgerliche Küche und dass der Wirt auch auf die Gäste eingeht und man auch Sonderwünsche sich wünschen kann oder bestellen kann. Hier ist jeder jeder. Das ist so, ja, ob das jetzt ein Schauspieler ist, ein Stadtverordneter, ob der Bürgermeister hier sitzt oder ob die Brunnenkönigin sitzt oder ob jetzt normal Fritz Müller hier sitzt, hier ist jeder gleich. Und wir sind jede Woche einmal hier. Und man kennt auch immer wieder irgendwelche Leute. Man ist quasi nie alleine da. Und das ist halt das Tolle. Man hat so das Familiäre hier. Und es bleibt auch kein Auge trocken. Also hier geht das ein oder andere Mistbildchen schon den Berg runter. Aber erst nach dem Essen. Also ich meine, wenn man hier öfter hingeht und isst immer diese großen Portionen, bleibt ja irgendwie auch an einem hängen, oder? Ja, das sieht man, glaube ich. Wie darf ich denn das jetzt verstehen? Baby. Oh mein Gott. Ja. Das ist ein sogenannter Baby-Labell-Teller. Das ist der Baby-Labell-Teller. Ja, ich meine, man muss ja seine Figur erhalten. Ne? Ramses hilft eifrig mit. Und dann kommt das Mispelchen. Zur Verdauung und zum Vergnügen. Zum Wohl. Das wird ein langer, lustiger Abend. Wir mussten das 16 Mal drehen. Was denn? In der Villa Merton deckt Sommelier und Restaurantleiter Markus Klug die Tische ein für eine sehr beliebte Veranstaltung. Die Gläser verraten es, es gibt ein Sektmenü. 5 Gänge zu den Sekten der Manufaktur Badong aus dem Rheingau. Norbert und Renate Badong liefern die erlesenen Tropfen und André Großfeld kocht dazu. Er jongliert mit Produkten und Aromen, so dass sich Speis und Trank perfekt ergänzen. Da gibt es immer was zu diskutieren. Vorher hat der Maître noch Zeit, eine feine Vorspeise zu machen, die auch hervorragend zum Sekt passt. Also ich mache jetzt einen Forellentatar in einem Knusper-Cannelloni und dazu gibt es ein bisschen Senfgurken, ein bisschen Kaviar. Ist eine kleine Vorspeise oder als Fingerfood optimal geeignet. Ja? Mhm. Gurke einfach nur schälen. Einfach erstmal vierteln. Kerngehäuse raus. Aha. Dazu jetzt einfach ein bisschen salzen. Gleiche Menge Zucker. Dann kommt das Ganze in den Vakuumbeutel rein. Und dann vakuumieren wir das Ganze. So, jetzt ist es hier volle Kanne vakuumiert. Und jetzt sieht man schon, dass es glasig wird. Ja? Ja. Und das Salz und Zucker zieht sich jetzt voll in die Gurke rein. Aha. Und ich habe nachher im Endeffekt nur noch, also das Gurkenwasser tritt auch aus. Und wir haben dann nachher nur noch das Fruchtfleisch von der Gurke. Und es ist dann geschmacksintensiv, wenn man sich, kann man schon fast durchgucken. Ja? So. Gerne 2-3 Stunden so ziehen lassen. Aha. Wenn man schnell braucht, kann man es nochmal vakuumieren. Oder es hat jetzt schon einen Effekt, der besser ist, wie wenn ich es so mache. Ja?
Meine Oma hat den Gurkensalat immer gesalzen, gezuckert, 2 Stunden stehen lassen, richtig alles ausgepresst. Ja. Das machen wir halt jetzt hier mit dem Vakuumieren. Genauso macht er es mit den Radieschen. Dann machen wir als nächstes unseren knusprigen Cannelloni. Also einfach Strudelteigblätter, jetzt in so Streifen geschnitten. Legen wir uns jetzt hierher. Da brauchen wir dann ein bisschen Butter. Da pinsel ich meinen Teig ein. Dann habe ich hier ein Metallrohr. Kriegst du in jedem Baumarkt. Dann wird das einfach hier aufgerollt. Ja. Schaut, dass das so ein bisschen auseinander ist. Ja. Und das backe ich mir jetzt vor. So 150 Grad, 10 Minuten, 10, 12 Minuten. Zeit, die Forelle zu filetieren. Schön aus dem Taunus. Hinterm Kopf einschneiden. Genau, das ist das, was dann immer bei den Profis so leicht aussieht. Ja, scharfes Messer ist immer hilfreich. Gegebenenfalls noch Gräten ziehen und nicht zu fein würfeln. Dann wird gewürzt. Ans Forellentatar mache ich einfach dran ganz scharfen Senf. Also wirklich hier den schärfsten, den es gibt, so extra scharf. Dann ein bisschen grobkörnigen Senf und Spritzer Olivenöl. Salz. Dann habe ich hier drin Fenchel, Koriander, ein bisschen Kardamom. Nicht zu viel, weil nicht jeder mag Fenchel. Ja. Spritzer Zitrone. Bisschen aufpassen mit der Zitrone, nicht zu viel, sonst wird es total immer so ein bisschen trocken. Noch ein Löffelchen Schmand dazu, abschmecken und fertig. Die Gurken haben jetzt eine tolle Farbe und Konsistenz. Sie werden gewürfelt und nur mit etwas Olivenöl und ein wenig Säure gewürzt. Dann sind die Teigröllchen fertig. So, hier haben wir jetzt unseren Strudel quasi. Ja, also man kann auch warten, bis es abgekühlt ist. Ne? Ja. Das ist kein Problem. Ja? So. Jetzt habe ich halt wirklich ein Knusper-Cannelloni. Mit der Spritztüte kann man das Forellentatar am saubersten einfüllen. In der Spitzengastronomie ist das Aussehen fast so wichtig wie der Geschmack. Noch etwas von dem orangen Forellenkaviar auf einen Klecks Schmand und das Kunstwerk ist fertig. Delicieux. Dann war ja da noch das Dessert mit dem grünen Soßeneis. Hier haben wir jetzt unsere fluffige Mousse. Schön. Ja. Und jetzt noch eine Stunde länger im Kühlschrank wäre, dann kannst du die auch ausstechen. Ja. Er spritzt sie auf eine Hippe, gebacken aus Eiweiß und Zucker. Geduldig Pünktchen für Pünktchen. Insgesamt 3 Lagen. Für die Deko zuckert er frische Blumen und Kräuter. So schön kann eine Borretschblüte wirken. Pfeilchen darf nie fehlen. Dann kommt das cremige, kritzegrüne Eis dazu. Und noch ein paar Hobelspäne vom Trüffel. Voilà. Ein Traum. Die Gäste für das Sektmenü trudeln in der Bar ein. In der Küche ist jetzt mehr los. Zum Aperitif bieten André Großfeld und sein Team viele verschiedene kleine Vorspeisen an, als Fingerfood. Vierzig kleine Tellerchen, einer wie der andere, 5-mal. Die Gäste haben Glück. Das Wetter ist so schön, dass die Veranstaltung auf der Terrasse beginnen kann. Der Koch und der Sekthersteller werden das Menü gemeinsam moderieren. Also an dieser Stelle mal ein herzliches Willkommen. Zwar von jedem einzelnen begrüßt. Sehr schön, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Viele neue Gesichter dabei, viele Wiederholungstäter. Ein genussvoller und vergnüglicher Abend erwartet die Gäste. Wie schön es doch ist, in Frankfurt auszugehen.